Kein Dach überm Kopf, aber einen schicken Wagen. Mieten Sie unsere Cabrios ab 39 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Ich mache mir die MSV-Welt, wie sie mir gefällt, titelt diese Woche das Sportmikrofon über den MSV-Präsidenten Jens Malchazek. Neben mir steht der ehemalige Meindorfer Trainer Matthias. Wie geht's dir? Oh, mir geht's gut, vielen Dank. Und in allererster Linie möchte ich mich erstmal bedanken, dass ich die zwei VIP-Karten Wolfsburg gegen HSV im Januar gewinnen durfte. Das freut mich natürlich extrem und von daher geht's mir gut. Mal schauen, wenn ich mitnehme. Wie hast du Jens damals so erlebt? In allererster Instanz haben wir mit einer guten Zusammenarbeit angefangen und dass es dann natürlich immer mal wieder die ein oder andere Reiberei gab, ist, denke ich, aus der Vergangenheit durchaus auch in der Öffentlichkeit bekannt. Von daher, ja, so ist er halt. Zur neuen Saison sollte jetzt Olaf Ort kommen. Das haben viele sehr kritisch gesehen. Wie ist so deine Meinung dazu? Ich kann mir schon vorstellen, aus welcher Intention heraus man sich beim Meindorf SV für einen Olaf Ort entschieden hat. Warum und wieso weshalb, warum das jetzt nicht zustande gekommen ist, diese Zusammenarbeit, vermag ich jetzt im Detail nicht zu beurteilen. Ich kann es mir durchaus vorstellen. Von beiden Seiten her sind es eben halt Typen, die durchaus Machtmenschen sind, die gerne das Sagen haben. Aber warum das jetzt im Detail nicht funktioniert hat, kann ich aus der Entfernung natürlich nicht beurteilen. Okay, was würde denn deiner Meinung nach der passendere Schritt sein? Der passende Schritt jetzt kann ja einfach nur sein, komplett neu aufzubauen, mit einem Trainergespann, was man hat, zu schauen, dass man überhaupt erst einmal einen schlagfertigen Landesliga-Kader zur Verfügung hat, der von der Qualität und Quantität in der Lage ist, die Klasse zu halten, um dann eben halt zu sehen, dass man Neuaufbau macht und angreift, um wieder in die Oberliga zu gelangen. Weil das ist, denke ich, auch die Liga, in die der Meindorfer SV hineingehört. Also Meindorfer SV gehört für mich nicht aus der Tradition heraus in die Landesliga, sondern ist ein Urgestein der Oberliga gewesen, hat dort immer gute Ergebnisse erzielt unter einem Lutz Göttling und auch unter mir haben wir gute Ergebnisse eingefahren. Und das macht mich schon so ein bisschen traurig, dass man dort immer jetzt den schweren Gang in die Landesliga antreten musste und dort jetzt eben halt noch nach wie vor nicht im ruhigen Fahrwasser ist. Glaubst du denn, dass man es hinbekommt, zur neuen Saison einen schlagkräftigen Kader aufzustellen? Also wenn man den Berichten Glauben schenken darf, die momentan überall und allerorts so zu lesen sind, dann muss man schon berechtigte Zweifel anmelden. Denn wenn ich jetzt lese, man hat 13, 14 Spieler, unter Umständen keinen Torwart, dann ist der Start in der nächsten oder übernächsten Woche, denke ich, unter einem nicht so guten Stern. Denn um eben halt, ich sag mal, die Klasse zu halten in der Landesliga, weil auch da wird guter Fußball gespielt, da bedarf es eben halt schon ein bisschen mehr Qualität vielleicht. Wobei ich die jetzt im Detail nicht einschätzen kann. Ich weiß aber, was gegangen ist, ich weiß, was geblieben ist und ich habe gelesen, was dazugekommen ist. Und so ein bisschen kann man das, denke ich, auch aus der Entfernung einschätzen. Und ich glaube, dass es ein ziemlich schwieriger Gang wird. Kein Dach überm Kopf, aber einen schicken Wagen. Mieten Sie unsere Cabrios ab 39 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.